Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn heute ist ein besonderer Tag. Es ist der 6.1.2022 und das heißt nicht Heilige Drei Könige für mich, sondern dass unser Kanal M.Murky 6 Jahre alt wird. Und deswegen habe ich mir für heute was Besonderes überlegt. Erstmal natürlich vielen Dank für euren ganzen Support. Ich freue mich mega über alle Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme. Und ich dachte mir, ich erzähle euch heute mal, was ich in diesen 6 Jahren durch YouTube über Kaninchenhaltung gelernt habe. Also let's go! Ich muss natürlich sagen, ich war sehr, sehr jung, als ich mit YouTube angefangen habe. Ich bin immer noch jung, aber ich war damals 11 Jahre alt, jetzt bin ich 17. Und das ist schon ein feiner Unterschied, würde ich mal sagen. Und ich kannte mich damals auch nicht so gut mit Kaninchen aus wie heute und habe dementsprechend einige Fehler gemacht. Und wir fangen jetzt einfach mal an beim Punkt Trockenfutter für Kaninchen. Also, ich habe in regelmäßigen Abständen, sage ich jetzt mal, immer wieder Trockenfutter verfüttert. Das war jetzt nicht so eine große Menge. Auf jeden Fall habe ich das halt ab und zu mal so gezeigt und wirklich jedes Mal, wenn nur die Rede von Trockenfutter war, bekam ich einfach Kommentare dazu, gib deinen Kaninchen kein Trockenfutter, es ist so schädlich, es ist so schädlich. Und ich habe mich dann nochmal genauer informiert, weil ich mir diese Kommentare nicht mehr durchlesen konnte, weil es mich so genervt hat. Und irgendwann habe ich dann auch eingesehen, ja, man kann wirklich gut darauf verzichten. Es ist nicht nötig für die Kaninchen. Es quillt in ihrem Magen auf, es schadet ihnen. Und es gibt genug andere Sachen, die man verfüttern kann. Darüber kann man sich streiten. Alle Punkte, die ich jetzt in diesem Video ansprechen werde, sind ein bisschen umstritten. Es soll sich jetzt auch niemand angegriffen fühlen, der bestimmte Dinge, die ich vielleicht in diesem Video als Fehler bezeichne, gut findet. Jedenfalls bleiben wir mal beim Thema Futter. Es wurden auch ein paar Knabberstangen kritisiert, zum Beispiel, die ich mal verfüttert habe, oder bestimmte Leckerlis, die halt nicht sehr gesund sind, die ich jetzt auch nicht mehr kaufe. Ich finde, ab und zu kann man seinen Kaninchen Leckerlis und ein bisschen Ungesünderes gönnen. Wir Menschen essen ja auch viel Schokolade oder keine Ahnung was. Man muss es echt nicht übertreiben. Aber man sollte sich auf jeden Fall mehr über das Thema informieren und mehr damit auseinandersetzen. Wer schon ein bisschen länger dabei ist auf unserer Journey auf YouTube, kann sich vielleicht an dieses Video erinnern. Das hat ziemlich viele Aufrufe bekommen und ziemlich viel Kritik, weil ich mit Mörchen im Wald spazieren gegangen bin, und zwar Gassi gegangen bin. Und das ist, glaube ich, das einzige Video, in dem ich meinen Kaninchen eine Leine angezogen habe, soweit ich mich erinnern kann. Und da haben auch so viele Menschen ihre Kritik zugeäußert. Und das Ding ist, ich bin eh jemand, der eher dafür steht, Kaninchen freilaufen zu lassen. Also wirklich komplett frei. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Punkt für sich. Aber ich habe dann tatsächlich viele Horror-Stories zum Thema Leinen gehört. Ich habe das Gefühl, für Hunde zum Beispiel ist es super, aber Kaninchen sind einfach nicht so dafür gemacht. Und das ist auch okay. Was ich auch unbedingt ansprechen wollte, ist das Thema Auslaufgröße. Vor allem ganz am Anfang wurde mir immer geschrieben, deine Kaninchen haben zu wenig Platz. Aber es ist natürlich auch schwierig, einfach so von heute auf morgen sein Gehege komplett umzugestalten oder zu erweitern. Es hängen Arbeit und Kosten damit zusammen. Und ich habe mich dann über die Jahre hinweg auch immer wieder informiert und habe mir dann vorletztes Jahr, glaube ich, dieses wunderschöne Gehege angeschafft. Und darauf habe ich zum Glück sehr viele gute Resonanzen bekommen. Viele Leute sagen, ich will auch so ein Gehege haben wie du. Wo hast du das her und wie hast du das gemacht und alles? Also ich kann nur Leuten raten, die auch das Gefühl haben, meine Kaninchen haben zu wenig Platz. Investiert ein bisschen mehr, aber auch so, dass es sich dann lohnt, dass ein gutes Gehege mit guter Qualität dabei rumkommt und dass eure Kaninchen lange damit Freude haben. So, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ich habe wirklich sehr, sehr viele andere Kaninchen-YouTuber kennengelernt, nachdem ich selbst mit YouTube-Videos angefangen habe, und ich meine damit nicht persönlich kennengelernt, sondern ich bin einfach auf deren Kanäle gestoßen.
und habe dann auch so Trends gesehen, die so unter den Kaninchen-YouTubern rumgegangen sind. Zum Beispiel bestimmte Kaninchen-Tricks, die man seinem Tier beibringen kann oder sowas wie Kaninhopp oder so. Und ich kannte solche Sachen einfach nicht, weil ich habe mich eher so durch Bücher informiert, sage ich jetzt mal. Und da stand sowas nicht unbedingt drin. Dadurch bin ich auch dann auf bessere Ideen gekommen, was ich mit meinen Kaninchen machen kann, wie viel man ihnen eigentlich beibringen kann, wie intelligent sie sind. Und was ich auch nicht kannte, waren DIYs. Ganz viele Kaninchen-YouTuber haben so Videos gemacht mit den 5 besten Spielzeug-DIYs für euer Haustier und keine Ahnung. Ich war nie so der Do-it-yourself-Profi. Aber dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich sehr viel Spaß macht, auch mal was selbst auszuprobieren, dass man sich dann freut, wenn es den Kaninchen gefällt oder schmeckt. Und da bin ich eigentlich auch nur über YouTube drauf gestoßen. Außerdem haben mich mit wachsender Abonnentenzahl auch immer mehr Leute angeschrieben und haben mich zum Beispiel gefragt nach Tipps, wenn sie Kaninchenprobleme hatten. Und das ist dann immer mehr geworden, bis ich auch irgendwann mal diese Videoreihe angefangen habe mit euren Kaninchenproblemen und meinen Antworten oder Tipps darauf. Und ich muss sagen, dass ich wirklich dadurch extrem, extrem viel gelernt habe. Ihr müsst euch vorstellen, 2 meiner Kaninchen sind auch sehr früh gestorben und ich weiß nicht mal genau, woran es lag. Aber an sich hatte ich schon viel Glück mit meinen Kaninchen und mich haben Leute angeschrieben, die Kaninchen hatten, die Dinge gemacht haben, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe oder von denen ich noch nie was gehört habe. Und ich habe versucht, diesen Leuten trotzdem zu helfen mit Recherche und so weiter. Und ich glaube, wenn ich dann selber irgendwann mal so ein Problem hätte mit meinem Kaninchen, wüsste ich auf jeden Fall auch eher, was zu tun ist. Und dieses Wissen kann ja eigentlich mir nur helfen. Also bin ich schon froh, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe. Und jetzt nochmal ganz zum Schluss, ganz allgemein zusammengefasst. Informiert euch immer über verschiedene Quellen. Hört euch immer von ganz vielen verschiedenen Menschen ganz viele verschiedene Meinungen zu einem Thema jetzt generell auch gerne an. Man muss natürlich auch unterscheiden, ob bestimmte Dinge jetzt Geschmackssache sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Make-up hier trage und dieses Oberteil und mir die Leute in die Kommentare schreiben würden, oh, wie hässlich, du siehst so schlimm aus und keine Ahnung was, dann wäre mir das einfach egal. Also lasst euch von sowas jetzt nicht irritieren. Aber wenn es eben nicht um Geschmackssache geht, seid einfach offen und hört euch zumindest mal an, was andere Leute zu sagen haben. Wobei ich natürlich auch noch dazu sagen muss, es kommt immer auf das Tier an, es kommt immer auf die äußeren Umstände an. Und es ist auch wirklich, wirklich schwierig, manchmal Entscheidungen zu treffen. Ich bin bei manchen Themen immer noch überfragt. Aber mit der Zeit lernt man ein Tier kennen, wenn man sich darauf einlässt. Man entwickelt Erfahrungen und man kann sich irgendwann mit den richtigen Informationen seine eigene Meinung bilden. Und ich hoffe, dieses Video war ganz interessant für euch. Wie gesagt, durch YouTube hat sich viel geändert bei uns. Aber ihr konntet diese ganze Reise auch mitverfolgen. Ich hoffe, ich kann auch dieses Jahr euch wieder mit meinen Videos ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Ich habe übrigens auf meinem anderen Kanal heute auch ein Video zum Thema YouTube hochgeladen. Und zwar habe ich auf dem anderen Kanal darüber gesprochen, wie YouTube mein Leben verändert hat. Und zwar jetzt nicht auf Kaninchenhaltung bezogen, sondern allgemein. Und da gab es auch wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Ich bin mir sicher, ihr werdet mich da ein bisschen besser kennenlernen. Und ich werde euch das Video auf jeden Fall jetzt hier irgendwo verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.